Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gepflichten-Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir spielen heute wieder ein weiteres Indie-Horror-Game, nämlich Room 202. Und ich habe das Ganze auf itch.io gefunden. Download-Link ist in der Beschreibung. Wir labern nicht so lang, wir jumpen direkt mal rein. Let's go. So, heute mache ich nochmal einen kleinen Marathon. Heute werden noch ein paar Spiele am Stück durchgezogen. You are tired after a long trip. It's getting late. You decide to spend the night at the hotel. Also, es ist schon spät abends. Wir sind ziemlich müde von einem langen Trip. Wir entscheiden uns, in einem Hotel zu übernachten. Okay. All diese Bass Drops hier immer. Okay, das ist also das Hotel. Sehr, düster und angenehm zugleich irgendwie. Hat eine angenehme Atmosphäre. Ja, moin. Ach so, christlicher Haushalt, das ist schon mal gut zu wissen. Hoffen wir mal, dass das so stehen bleibt und sich nicht umdreht. Moin, Kevin. Hotelclerk, Alter. Hotelangestellter. Hello, Sir. Would you like a room for the night? Hallo, Sir. Möchten Sie einen Raum für die Nacht? Ja, bitte. Nur für eine Nacht. Ja, nur für eine Nacht, ja. Natürlich, Sir. Ich werde Ihnen einen Schlüssel geben für einen Raum. Sieht aus wie ein Kevin, der Typ. Karatefalter, Junge. Okay. Oh, meine Door is just the wind. Anyway, here's the key. Room 203. Okay. Also ich soll mich nicht so... soll mir keine Gedanken um den Raum da machen. Das soll wohl irgendwie nur der Wind gewesen sein. Ganz bestimmt war es der Wind. Die Karate-Kick, den er da gerade hingelegt hat, der war ja auch nicht schlecht. Oh, schön, der Boden knackt, so richtig alt. Weißt du, wenn du schon aus diesen Bodenfasern aus dem Teppich riechen kannst, dass er alt ist, das Gebäude. Das ist toll. I think I forgot the room key on the desk. Ja, stimmt. Du hast recht. Hätte ich mal mitnehmen sollen. Blitzmerker mal wieder hier. Ja. Interesting. Wollen wir mal versuchen, da reinzugehen? Mal gucken, was passiert. Danke. Ich will nur mal gucken. Ah! Okay. Es gibt dir nichts zu gucken, alles klar. Hab mir gemerkt, Kollege. Mach mal weiter, ne? Aber nicht heimlich saufen hier am Tresen. Das ist, kommt die BG, Junge, und dann ist vorbei. Oh. Ja, sehr schön. Schon mal direkt einen kleinen Jumpscare abgeholt, aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass das passiert. Ich wollte es nur mal testen. Also, Raum 203. 201, 202, der besagte Raum vom Game. Mon ami. Ja. Okay. Mach mal auf die Scheiße. Lass mich rennen. Ich will pennen. Ich hab keine Lust mehr. Mach die Tür zu. Geil. Boah. Oh, was? Junge, wer legt so sein Tischchen? I should take a shower before I go to bed. Ja, wir sollten nochmal schnell in die Dusche springen, bevor wir ins Bett gehen. Junge, wer legt seinen Aktenkoffer so quer dahin? Irgendwie hat das so ein bisschen Vibes von diesem anderen Game, was wir letztens gespielt haben. Dieses mit dem Klicken hier, wie heißt das noch? Clickholder oder so. Das war auch ein weirdes Game. Ja, Spiegel schauen können wir nicht. Na denn? Mach dich mal fresh, Kollege. Ne? Epische Geräusche. So, da waren wir eben. Haben wir eben kurz das Wasser einmal runterlaufen lassen und gingen jetzt einfach nackt ins Bett. Ohne irgendwie uns abgetrocknet zu haben. Kann ich das zumachen? Nee, okay. Gut, gute Nacht, ne? Auf eine ruhige, schöne Nacht, dass heute nichts passiert, ist ja klar. Party, Junge. Oh, for sake, what's noise? Sound like it's coming from the room across the hall. Klingt, als kommt das von gegenüber. Ja, der Typ hört Mucke, du. Der ist von französischer Innenstadt-Mucke auf Rave gewechselt. Auch schön. Krasser Scheiß. Turn down that noise. Some people trying to sleep. Hier. Mach die Scheißmusik leise. Manche Leute wollen pennen.
ist normal. Da hat einfach jemand gerade einen guten Stuhlgang. Deswegen hat er die Mucke laut gemacht, damit man ihn nicht so hört, weißt du? Ja, wir müssen die Hotel Reception Bescheid geben. Hä? Hä? Haben wir ein Telefon hier? Ja. Weil die Treppe ist nicht mehr da. Oh mein Gott, ich bin Pfeifert. Andere werden jetzt runtergerannt. Ich telefoniere einfach. Gebühren und so. Hotel Reception, what can I do for you? Room 203 hier. Da ist irgendwas passiert hier komisches im Raum 202. Sind Sie in Raum 203, Sir? Ja, bin ich. Das kann nicht richtig sein. Raum 203 ist besetzt. Was? Dreh dich doch um! Boah, ich dachte, der steht da jetzt so. Ja, nimm deine Videokamera und mach jetzt einen auf Outlast. Ja, super. Outlast 2 Vibes erstmal hier. Ja, er will es jetzt aufnehmen für die Beweise. Huch. Erstmal durch die Map geglitscht. Boah, geil. Boah, geil. Das ist jetzt ja wieder hier so ein... Das ist ja wieder was für mich. Hallo. Boah, Digga. Ach so, ich komm mal rein, ne? Moin. Alles klar bei Ihnen? Haben Sie heute auch schon guten Ingwer-Tee getrunken? Das ist hier so ein für den Magen und Darm. Lauf doch! What the fuck? What the fuck, Alter? Was für eine Hackfresse, Alter. Mein Nachbar ist, glaube ich, ein bisschen sauer. Ich kann auch nirgendwo rein, ne? Ich hab Angst. Der geht's gut. Die ist nur ausgerutscht. Max Horror, ja. Ach, alles gut. Der geht's gut. Die haben nur ein bisschen... Die haben Brot gebacken, weißt du? Und der Mann macht gerade wieder alles kaputt. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen! Lauf doch! Oh Gott! Der Zombie aus The Last of Us, Junge! Lauf, 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 lauf! Ah! Warum ist da eine Tür? Ach so, okay, hier bleibe ich jetzt einfach. Perfekt. Was ist das schon wieder für eine Scheiße hier? Ach so. Okay. Welcome to Doom, Alter. Gleich kommt der Doomslayer. Junge. Was ist das für ein Kack hier? Okay. Ich wollte doch einfach nur ein Hotelzimmer und eine Runde pennen. Was ist hier los? Alter. Die Mucke auch jetzt. Die Mucke, Alter. Ich werde jetzt einfach der neue Teufel. Ich sag euch das. Ich bin einfach jetzt der Antichrist oder sowas. Outlast-Vibes, aber dermaßen, Junge. Komm, dreh dich noch einmal. Ja. Oh, okay, hallo. The end. Thanks for playing my short little game. All and any support goes toward making more short horror games for you pleasure. Alles klar. Leute, das war Room 202. Geiles, cooles Erlebnis. Sehr geil gemacht. Ich finde solche Indie-Entwickler immer sehr geil, muss ich sagen. Gerade solche Games, wie gesagt, die so atmosphärisch immer so ein bisschen was haben, finde ich sehr gut.
Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie glaube ich, dass das Game mit zu den Games gehört, wo ich wirklich sagen würde, dem würde ich echt fast eine 10 von 10 geben. Das war echt nicht schlecht. Es war zwar kurz, aber es war echt gut für das, was es ist. Muss man wirklich sagen. Ich gebe dem Ganzen mal 9 von 10. War ein geiles Game. Wie gesagt, Download-Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt es gerne selber mal ausprobieren. Ich danke euch ganz fett fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge reingehauen und tschüss.